So, moin moin, wir haben einen neuen YouTube-Rekord zu vermelden. Das Musikvideo How It Is Wap Bap von Bibis Beauty Palace hat über 1,1 Millionen Dislikes bekommen. Das heißt, das Video ist damit ganz offiziell das am meisten gedislikte Video aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Everyday Saturday von ApoRed war zuletzt das am meisten gedislikte Video aus dem deutschsprachigen Bereich mit über 870.000 Dislikes. Und das Video war einfach mal auf Platz 20 der weltweiten Dislike-Liste. Und Bibis Beauty Palace sieht schon direkt nach dem ersten Tag auf Platz 11 der weltweiten Dislikes und verdrängt damit den Pokémon Go Song von Misha. Unter dem Video von Bibis Beauty Palace kann die Anzahl der Likes in keiner Weise mit der Anzahl der Dislikes mithalten. Die Likes, das sind noch nicht einmal 20%. Anscheinend hat auch sehr, sehr vielen Fans das Musikvideo von Bibis Beauty Palace nicht gefallen und sie haben dem Video ein Dislike gegeben, weil man anders diese extreme und vielleicht auch vernichtende Bewertung nicht erklären kann. Anscheinend hat sich Bibis Beauty Palace nur mit Ja-Sagern umgeben, ansonsten wäre dieses Video niemals entstanden. Das, was womöglich Bibis Beauty Palace am meisten bräuchte, wären gute Berater, die ihr sagen, lass das mal besser bleiben und weniger auch den eigenen Profit im Sinn haben. Das wäre jedenfalls meine Einschätzung als Außenstehender, weil anders kann man sich ein solches Desaster nicht erklären. Das Ganze fing ja schon an mit ihrem Promo-Video, wo sie ihre Fans unter Zugzwang gesetzt hatte, indem sie suggeriert hatte, dass wenn sie nicht schnell ihre Single vorbestellen, dass es dann womöglich keine CD mehr gibt. Ich bin daher einer Meinung mit Trashpack, sie hat ihre Fans unter Druck gesetzt und das Ganze rächt sich gerade. Und noch dazu kommt, zwischen gestern und heute hat ihr Kanal über 20.000 Abonnenten verloren. Und das, obwohl ihr Video in kürzester Zeit weit über 8 Millionen Aufrufe generiert hat und das Video durchgehend auf Platz 2 in den Trends ist. So ein Abonnentenverlust ist selbst bei so großen YouTubern ziemlich unüblich und auch ein sehr guter Indikator, wie gut das Video angekommen ist. Ich möchte noch etwas aus meinem gestrigen Video richtigstellen, und zwar ihr Kommentarbereich war nicht deaktiviert, wie ich das gesagt hatte, sondern der Kommentarbereich war einfach überlastet. Und das hatte dann die Folge, dass bei einigen die Kommentare nicht angezeigt wurden. Und ich davon ausgegangen bin, dass sie die Kommentare deaktiviert hatte, aber das hat sie nicht getan. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!